macht das Leben gut? Das ist eine Frage, die bereits in der Antike gestellt wurde, eigentlich die ganze Philosophiegeschichte begleitete. Große Frage. Meine Frage dazu ist eigentlich immer, in welchen mitmenschlichen Verhältnissen wollen wir leben? Was machen die Beziehungen und die Verhältnisse gut? Und wenn wir uns fragen, wann waren wir mal glücklich, denken viele Menschen eigentlich an die Beziehungen, in denen sie glücklich waren. Und deswegen ist die Herausforderung für mich, zu fragen, wie Biotechnologien, Medizin heute auch Beziehungen und Verhältnisse in der Gesellschaft und zwischen den Menschen beeinflussen kann. Ich glaube, ein Mensch muss nicht perfekt sein, gar nicht, sondern ein Mensch muss mit sich und seiner Umwelt in einem gewissen Einklang sein können, so dass er oder sie gut leben kann in dieser Umwelt. Ich denke, für die Zukunft ist es ja immer die Frage, wie möchten wir in der Zukunft leben? Und meine Frage ist, in welchen Verhältnissen möchten wir in der Zukunft leben? Diese große Frage nach den Verhältnissen bedarf eines interdisziplinären Diskurses. Und ich denke, die Bioethik steht durchaus dafür, dann auch in zwischen Biologie, Biografie, aber auch Politik und Ethik und letztendlich auch anthropologischen Fragen zu vermitteln.